Moin moin Leute, ich bin Lady Campus Brain oder einfach nur Janik und wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben. Dich kennen wir noch nicht. Oh. Wow, was war das? Ah, scheiße. Sehr gut. Jetzt ist er wieder verwundbar. Ich wollte schon sagen, komm, das war's doch jetzt noch nicht, ha? Oh, komm schon. Werden hier gerade so ein bisschen umstellt. Zu früh. Genau richtig. Och, jetzt auch noch so ein schneller. Ja, das ist jetzt ein bisschen asozial. Sehr gut, direkt den Anfang geblockt. Komm schon! Ist doch noch so ein großer Batscher. Wie viele sollen denn noch kommen? Es wird ja immer verrückter hier. Sie hat uns getroffen, wir sind da doch ausgewichen. We're close, ja. Okay, mit ihm war es das schon mal. Sehr, sehr gut. Komm, alles rein, da was geht. Scheiße, das war's schon. Was ist da links eigentlich so am Leuchten, das Grüne? Das hätten wir zum Beispiel gut blocken können. Aber den Angriff macht er halt nicht, wenn wir so nah an ihm dran stehen. Verdammt. Da hätten wir noch einmal zur Seite springen müssen. Sehr gut. So. War's das jetzt? Ich habe immer noch mein Schwert in der Hand. Irgendwo hier ist noch jemand. Da bist du. Da seid ihr.
Ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich hier gerade in eine Richtung kämpfen. Ich bin jetzt ja immer noch, bleibe ich hier quasi stehen in diesem riesigen Kolosseum. Da hinten kommen nämlich schon die Nächsten. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt würden wir gerade so so einen Überlebensmodus spielen. It's near the end. Sehr gut. Das höre ich sehr gerne. Komm schon. Das ist immer wie so eine Rauchbombe, die er immer auf einmal auf den Boden wirft. Sehr gut. Okay, der Nächste. Komm her. Why do you zwei von euch. Maybe you two should suffer for blood with us. Your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who's already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he'll thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Ich werde nicht aufgeben. Mit Sicherheit nicht. Wäre ich denn, wenn ich jetzt aufgeben würde? Dann hätte die Finsternis mich ja wirklich übernommen. Sehr gut. Ja, das würde ich nicht so parieren. Bei so einem Riesen. Sehr gut. Was war's dann noch mit dir, ha? Huh? Beide gleichzeitig besiegen, wenn ihr wollt. Habe ich kein Problem mit. Na, kommt her. Hinter mir ist, glaube ich, auch noch einer. Das war's? Wow! Wir haben es geschafft, Freunde. Sehr gut. Wir haben uns wirklich hervorgekämpft. Ich habe ja den Schwierigkeitsgrad auf Auto. Und ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaube, der Schwierigkeitsgrad hat sich gerade, weil ich so gut war, auch schwer gestellt. So hat es sich zumindest angefühlt. Aber es war gut. Es war der perfekte Schwierigkeitsgrad. Ich sag's ja immer wieder gerne. Das stellt sich hier sehr, sehr gut ein. Uns hat die Finsternis nicht übernommen. Nein.
vermisst unsere Mutter. I can't fight it anymore. Warrior. Trophäe erhalten. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. Jetzt stehen wir an der Klippe, wie er einst auf der Brücke. You've done nothing wrong. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this happen. Hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. So, jetzt begeben wir uns zurück an den Weg, wo ich schon einmal vorbeigelaufen bin. An die große Tür, die dort hineinführt. Bin sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Und ich möchte zugeben, dass ich gerade diesen Kampf da drin unfassbar stark fand. Wow. Das ganze Setting, wie wir da gekämpft haben um unser Leben. Großartig. Adrenalin bis in die Fingerspitzen. Egal, was uns jetzt noch bevorstehen wird, wir werden das schaffen. Wir werden das alles schaffen. Ein bisschen komisch, dass uns die Stimmen in unserem Kopf plötzlich helfen. Sehr verrückt.
Die große Tür. Wo vorher noch ein roter Schleier vor war. Wo wir nun eindringen können. Into the mountain. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Oh. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rein. But Rein does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rein's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rein's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Oh, wow. Ist das schon ein bisschen foreshadowing, dass wir jetzt bald einen Drachen finden werden? A great beast guards Helheim. Garm is its name. And it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. Rein da. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Es ist nur die Frage, wo hier überall immer Licht ist. Wo wir sicher sind. Weil ich glaube beinahe. Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a plan. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. You want me with them? Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you to see them? Them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Oh, God. She shouldn't be here. She escaped the darkness. Drei Runen müssen gefunden werden. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Die Bestie war hier, lauf weiter. Weiter geht's, Freunde. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie wir hier diese Bestie austricksen werden, ihr vielleicht sogar begegnen werden, aber das machen wir erst im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da unten ein Abo, damit ihr den nächsten Part nicht verpasst. Ich bin der Dekompus Brain oder einfach Organic und bis dann, euer Brain, Tüdelü mit Ü. Kaprrr.